Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Wurago und diese Therapie ist nackt und kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands 2 und sind dabei, den Satan, den Chaos zu machen sozusagen. Der ist nämlich zwischen uns und dem Archiv, beziehungsweise sind wir hier in den Badlands. Genau, wir sind wieder mal in den Badlands aus, da wo Borderlands 1 gestartet ist. So, wir gucken uns jetzt mal um, weil hier tauchte dann irgendwann ein ziemlich großes, ekliges Vieh auf. Oh, ein Echo-Recorder. Roland? Zed? Wenn du das hörst, antworte dringend. Blake ist heute zurückgekommen und hat mir gefälschte Bilder von New Haven gezeigt. Die Stadt brannte, viele Leute waren tot. Blake sagte, sein Boss hätte die Stadt niedergebrannt, weil die Einwohner sie nicht verlassen wollten. Natürlich weiß ich, dass die Bilder Fälschungen sein müssen, weil du und deine Kumpels euch in New Haven verschanzt habt. Und ihr hättet diese Truppen ja davon abgehalten, die Stadt einzunehmen, stimmt's? Stimmt doch, oder? Okay, mein Freundin hier. Einmal kurz Skeck platzen lassen. Wir bewegen uns langsam raus hier. Weil letztens hier dann der große Satan dann über den Weg gekommen. Genau da kam er. Ohoho, wir gehen erstmal direkt in Deckung. Oh, was haben wir denn da? Ach ne. Oh, mal gucken, waffentechnisch haben wir ja noch das hier. Ohoho. Hat sich da überhaupt schon was bewegt? Nein. Uiuiui. Da sind irgendwie zwei Ziele, sehe ich gerade. Wir machen mal das hier. Okay, das Ding hat keine Schwachstelle. Super. Aua, aua. Interessant, dass er hier das hier zwei Ziele anzeigt. Das könnte etwas länger dauern hier. Ah ja, da haben wir die Waffen. Ah. Da haben wir gesehen, da sind die Waffen dran. Ne? Wir verkrümmen uns mal hier raus, weil das Versteck ist nicht mehr so super, wie man hätte es denken können. Ah, Such. Alles klar, das ist ja eine üble Kacke. Suchen Raketen. Oh, komm, ein Stückchen vor hier, mein Freund. Du hast da. Irgendwo hast du da was Brauchbares dran. Okay. Also haben wir es gelernt. Suchen Raketen. Super. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern. Gegen den Freund. Aber den wollen wir haben. So. Okay. Saturn. Ah ja, da oben ist er. Und da hat er mal auch nicht was abgekriegt. Okay, da hat man sie gerade fliegen sehen. Auchi Bauchi. Korrosion hilft ja gegen die Blechfreunde mal besonders gut. Sollten wir vielleicht aber einfach mit dem hier anfangen. Oh, guck mal, wir haben vielleicht einen Slack-Effekt hinkriegen.
So ein Slack-Effekt wäre ganz super. Aber irgendwie kriegen wir nicht hin, da einen Slack-Effekt auszulösen. Also wieder zurück zur Basis und ach du Scheiße, was war das denn? Ja, das bringt uns alles nicht wirklich. Das meinte darum, John, der Roman, das könnte spannend werden. Es ist spannend. Und so ein paar Techniken, Taktik haben wir jetzt schon ausgewählt. Mal sehen, ob er jetzt die Geschütze wieder dran hat. Oder nicht. Also die Geschütze war es. Glück bei ihrer Rache an denen, die sie getötet haben. Außer sie wurden von Hyperion-Mitarbeitern getötet. Okay. So, gibt es eins hier mit drauf. Die Slack-Geschichte scheint doch das, was am besten funktionieren zu scheint. Alle drauf, was geht. Oh Gott, Raketen. Da haben wir auch ja extrem flinke Füße erstmal hier. Ohohohoho. Schön, dass du das erste Gesetz deaktiviert hast. Ein großer Vorteil steht direkt vor der Tür, da brauchen wir noch nicht mal ziehen. Extrem praktisch. Na, guck mal, oben ein Trefferfeld. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der ja. Tod, das bin ich. Okay. Wollen wir ein bisschen was mitnehmen? Nein. Oh, die Granaten, das sind ja auch Dingsgranaten. Sieht ja ganz gut aus. Haben wir noch was Feines da? Ah ja, ihn hätten wir ja noch. Ja. So, Täuschen und Darn war das Devise. So. Was haben wir hier noch? So, setzen wir das Hologramm mal hier ein. Na, bringt gar nichts, Feuer. Hohohoho. Das könnte knapp werden jetzt. Ich will dich jetzt haben, mein Freundchen hier. Und da zerlegt sie. Wow. Das war doch mächtiger Brocken. Und das ging doch schneller als erwartet. Ich bin ja begeistert. So, ein bisschen mehr Iridium hätte ich auch raushauen können. Aber wow. Oh, ein. Was ist das hier? Ah ja. Hier haben wir wieder bloß Geld. Okay, laden wir mal spontan. Oh, da liegt auch noch ein bisschen Iridium. Und, was ist das? Papa, Robel Slack Signature. Oh, Slack Granatenmod. Den nehmen wir auf alle Fälle mit, den Slack Granatenmod. Man weiß ja nicht, für was gut ist. Man kann nie genug, Slack Granaten haben. Okay, damit ist hier der Weg frei. Wir können weitergehen. Hier, wenn man guckt, jetzt ein bisschen Nostalgie noch. Hier sind wir
Hier sind wir gestartet, da sind wir angekommen an dem schicken Busbahnhof und dann ging es rüber nach Firestone. Unsere erste Experience hier im Bereich Borderlands. Okay, was haben wir denn hier? Okay, wäre super, wenn wir da drauf gestanden hätten. Da sagt man natürlich wieder geil, dass es super ist, wenn man da drauf steht. So, dann gehen wir mal hier hin. So, da war ein Kratzer im Hals. Und jetzt mal gucken. Oh, hier sind Kisten. Und ein Regener. Ein Hyperions Klon-Dingsbums, ja. Guck mal, Munition mitnehmen können. Wir haben ja so ein bisschen was verbraucht, so grob. Na, so wie der Einser kann man mehr ein bisschen verbraucht. So. Gehen wir mal langsam weiter. Da ist ja diese. Ja, ich weiß, dass du mich für ein Monster hältst. Ja. Du glaubst, ich hätte Angel versklavt. Aber du hast nicht gesehen, was sie ihrer Mutter angetan hat. Ich musste Angels Macht einschränken. Verstehst du? Ich musste. Das hört sich jetzt ein bisschen schwammig sicher, an. Er musste sie auch wegen des Profits und ihrer Kraft ausbeuten. Hör nicht auf ihn, Kammerjäger. Er hat Angel getötet, lange bevor du den Stecker gezogen hast. Okay. Wage es nicht, über meine Tochter zu reden. Lilith ist nicht auf den Mund gefallen, was? Okay. Und durch das ganze Iridium in ihrem Körper kann sie andauernd abstechen. Immer und immer wieder. Und die Wunden heilen sofort wieder zu. Soll aber höllisch werden. Oh, sie scheint sauer zu sein. Oh, dann atme schnell nach. Hier komm, Lin. Halte durch. Und nein, wir fallen runter. Das war ja abzusehen. Große Grube und wir... liegt immer noch hier rum. Okay, sind hier immer. Weg mit dem Ehrenpirn. Also es dürfte nicht so große Problem sein. Weg mit dem Ehrenpirn. Okay. Diese Explosionsbots hier, die sind echt... Iridium. Sind echt mega nervig. Fahrstuhl wieder rufen. Ah, da rennt hier noch einer rum, ja. So, erledigt. Da. Du hast definitiv noch zu viele Ärmchen. Okay. Wir sind auch wieder mal halb tot, dann müssen wir schon wieder halb generieren hier. So. Aber jetzt passt mal auf, dass wir nicht wieder die Kurve runterfallen hier. Nachgeladen haben wir weit. Wir können auch alle durchchecken. Okay, die ist auch so weit geladen. Die nochmal durchladen. Ich laufe extra ein bisschen langsamer, wir sind eben noch am generieren. Oh, der ist auch noch nicht durchgeladen hier. Jo, Geld, was hier alles überall rumliegt. Alles klar. So, ich denke mal, kommen vielleicht noch mal ein paar an. Rumpel tut sie schon. Ja, okay. Ein Badass Constructor. So. Ah, der hat aber schon kräftig gelitten, unser Freund hier. So, müssen wir sehen, ob wir den Fall fertig kriegen. Ich hoffe mal. Weg mit dem Kanönchen, das brauchst du auch nicht hier. Okay.
Eine sind wir fertig. Wir haben aber Probleme, wir sind halb tot. Okay. Wo fliegt das Ding dahin? Ah, ja, an dem Ding hier fest. Auch ganz schlecht, doofe Idee. Dem Ding müssen wir aber definitiv ein Ende bereiten hier. So, deaktiviere ich auch erstmal. Mit und ohne Gesetz hier. Und da fallen wir um. Du da hinten bist mein Opfer. Danke für das Wiederbeleben. Und der fällt nur noch zu früh um. Oh. Nein, da sterben wir wohl dann doch noch. So ein Pech auch. Da ist der Badass Loader zu früh umgefallen. Sonst hätte er uns wiederbelebt. Ah, das ist immer das schlechte Timing. Und Raketen. Aber das ist jetzt relativ egal, weil die Zeit ist mal rum heute für unsere Runde Let's Play Borderlands 2. Wir werden uns mit dem Loader da hinten das nächste Mal kümmern. Wir machen erstmal ein bisschen Pause und zwar mit der Endcard. Das hier am Ende ist die Endcard auf der Schicken. Jetzt wieder eine Videoempfehlung und zwar Let's Create Space Engineer Part 79. Genau, das ist der vom Wochenende. Da haben, sind wir weiter bauen an unserer Landeplattform nach außen. Sind da schon ziemlich weit am Schweißen. Wie weit das und wie das vorannimmt, das könnt ihr einfach mal euch anschauen, wenn ihr dann guckt. Let's Create Space Engineer Part 79. Das nächste Geile ist der YouTube-Button. Der abonniert den Kanal. Also nicht vergessen, den Kanal abonnieren, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr sehen wollt, wie das hier weitergeht und keine Folge verpassen wollt. Einfach mal kurz abonnieren. Mich freut das sehr. Auch sehr würde ich mich freuen, wenn ich auf den Social Media Plattformen wiederfinden kann. Google Plus, Facebook und Twitter. Gerade bei Twitter läuft das ein oder andere Infobrückchen mehr. Links und URL und nochmal in der Videobeschreibung, genauso wie der Kommentarbereich, wo ihr gerne mal eure Strategie, Taktik mal teilen könnt, wie ihr Saturn und solche Badass-Konstruktoren angeht. Einfach mal reinschreiben. Lasst uns ein bisschen Erfahrung austauschen, wie man sowas umnietet. Tja, sonst war es das eigentlich. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein Daumen nach unten ist auch okay, wenn es euch nicht gefallen hat. Damit kann ich umgehen. Denn ich bin Mac Wurago und sag Servus und Ade.